Hi, vielleicht habt ihr mitbekommen, dass ich mir für 2015 ein paar Vorsätze gemacht hatte. Falls ihr dieses Video nicht gesehen habt, dann verlinke ich euch das einfach nochmal unten in der Infobox. Also, jetzt möchte ich gerne darüber sprechen, ob die Vorsätze von 2015 überhaupt irgendwas gebracht haben, wie ich damit klargekommen bin und natürlich auch die Vorsätze für 2016 in die Welt hinaus posaunen, auch wenn es jetzt vielleicht schon ein bisschen später ist, aber hey. Egal, man kann sich immer seine Vorsätze machen. Ich fange einfach mal an mit dem Kram, den ich mir 2015 vorgenommen hatte. Als erstes hatte ich mir 2015 vorgenommen, dass ich bei der Uni weiter dranbleiben will. Ich glaube, 2014 bin ich ganz gut klargekommen, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, das war vor der ersten Lehramt-Klausurphase. Und ich glaube, ich habe es relativ gut hinbekommen, aber trotzdem, ich weiß nicht so genau, irgendwas ist trotzdem schiefgelaufen. Also es ist so ein bisschen durchwachsen. Manche Sachen habe ich echt gut hinbekommen und war auch gut vorbereitet, aber irgendwann ist mir dann halt auch die Puste rausgegangen. Mal wieder. Ich glaube, die Leute, die studieren, wissen das. Wenn man irgendwie 4 Wochen lernt und dann kommt eine Prüfung und dann ist in den nächsten 4 Wochen halt wieder die Prüfung und man denkt sich, okay, ich fange am besten jetzt schon mal an, damit es halt, ne, gut vorbereitet und so. Und dann fängt man nicht an, weil man hat halt schon die ganze Zeit gelernt und man hat halt keinen Bock mehr. Oh Gott, und dann macht man Abstriche und ich hasse es, Abstriche machen zu müssen und das nervt mich. Ich möchte mich zusammenreißen, aber es ist schwer. Ich würde sagen, es ist so lala. Ich habe mir auf jeden Fall Mühe gegeben und habe es im Gedächtnis behalten und ich hatte auch keinen Totalausfall. Also eigentlich war es ganz gut, wenn wir mal ehrlich sind. Ich darf nicht immer so überkritisch zu mir sein. Den zweiten Vorsatz habe ich sehr gut erfüllt. Es ging nämlich darum, dass ich meinen Kalender weiterführen will, und zwar meinen FileofX-Kalender. Das habe ich getan. Ich bin auch überlegen, ob ich das neue Setup für 2016 nochmal auf diesem Kanal irgendwie besprechen soll. Also könnt ihr mir ja mal sagen, wenn ihr da Bock drauf habt. Der dritte Vorsatz ist etwas merkwürdig, denn ich habe gesagt, dass ich mich wieder ein bisschen bewusster ernähren will. Das möchte ich auch immer noch. Das ist sowas, so ein Vorsatz, an den man sich jeden Tag ums Neue erinnern muss. Es ging nicht darum, abzunehmen oder irgendwie jetzt nur noch Gemüse zu essen oder sowas Unrealistisches, sondern ich wollte einfach wieder ein bisschen mehr darauf achten, was ich esse, wie viel ich esse. Und ich muss sagen, dass ich das die meiste Zeit schon gut durchgehalten habe, aber das Blöde ist, dass ja gerade Weihnachten war und man hat halt Weihnachten schon ziemlich im Gedächtnis und naja, in der Klausurenphase bin ich ein bisschen wieder abgerutscht, weil ich einfach Frustfresser bin. Aber sonst habe ich es eigentlich ganz gut durchgehalten. Ich bin relativ zufrieden, ich mache ja auch recht viel Sport, also ja. Auf jeden Fall habe ich es gut im Gedächtnis behalten. Ich hatte mir für 2015 auch etwas sehr Wichtiges vorgenommen, und zwar mehr zu trinken. Und ich glaube, dass ich das schon erfüllt habe. Ich trinke jetzt auf jeden Fall sehr viel mehr als in den Jahren davor. 2014 ist es mir teilweise passiert, dass ich auch in allen Jahren vorher, dass ich teilweise an einem Tag nur einen halben Liter getrunken hatte oder so. Das passiert mir heute nicht mehr. Es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag auf 2 Liter komme, aber ich komme auf jeden Fall schon nah ran. Und ich probiere jetzt auch mehr aus Gläsern zu trinken. Ich weiß nicht, wenn ihr auch Mineralwasser trinkt, dann kennt ihr das wahrscheinlich. Aus der Flasche ist das Sprudel immer so ein bisschen krass. Deswegen mache ich das ins Glas und trinke dann einfach das Glas leer, mache dann wieder direkt was nach. Und dann geht das eigentlich. Das ist der Tipp. Und ich bin recht stolz, dass ich das geschafft habe, weil es mir seitdem auch wirklich besser geht. Ich hatte keine Nierenprobleme dieses Jahr, beziehungsweise letztes Jahr, 2015. Und das ist das Wichtigste, dass man gesund ist und das ist. Ich bin ein bisschen stolz. Dann hatte ich mir auch noch vorgenommen, das Zeitgeschehen ein bisschen mehr zu verfolgen. Ich weiß nicht genau, inwiefern ich das erfüllt habe. Also, es gibt natürlich immer Zeiten, wo ich mit der Uni mehr zu tun habe, wo ich dann überhaupt gar keinen Plan habe, was außerhalb meiner Box so passiert. Ich würde sagen, die meiste Zeit habe ich schon. Also, ich habe schon Nachrichten ab und zu geguckt und halt online ein bisschen gelesen und im Radio hört man ja immer ab und zu was. Also, ich glaube, ich bin schon so grob up to date, im Gegensatz zu anderen Leuten, vielleicht sogar mehr als grob. Aber ich glaube, wenn ich mich wirklich mit Politik beschäftigen wollen würde, also so richtig intensiv, dass ich hier mal genau weiß, oh, was ist hier los, dann müsste ich einfach mehr Zeit investieren. Und ich glaube, dass ich das nicht kann oder nicht will. Eins von beidem. Ich wollte mir ein bisschen mehr Zeit für Kreatives nehmen und das ist etwas, was ich getan habe, aber anders als ich es erwartet hatte. Ich hatte mir nämlich eigentlich gedacht, dass ich vielleicht ein bisschen mehr zeichne oder ein bisschen Gitarre spiele oder so, was ich auch gemacht habe. Aber vielleicht wisst ihr, dass ich ein Buch geschrieben habe 2015. Und übrigens, Update, ich habe tatsächlich das Manuskript am 31.12. fertig geschrieben, falls es jemanden interessiert. Ich hatte im NaNoWriMo 50.000 Wörter geschrieben.
Dieses Video kann ich euch auch mal in der Infobox verlinken. Ja, und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, nur noch. Jetzt muss ich halt alles überarbeiten und will mich so ein bisschen um alles Weitere kümmern. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, dass ich diesen Vorsatz mehr als erfüllt habe. Ich bin bei diesem Vorsatz sogar eindeutig über mich hinausgewachsen und das ist ziemlich cool. Und das fühlt sich auch irgendwie gut an, sich in seiner Freizeit so mit was beschäftigt zu haben, was einem so viel gibt. Und ich muss auch sagen, dass ich mir jetzt mit YouTube auch wieder ein bisschen mehr Mühe gebe. Also man hat immer so Phasen, wo man so unaufwendige Videos macht und das plätschert nur so dahin und dann wieder so kreative Hochs. Und da reite ich gerade auch auf so einer Welle irgendwie. Der erste Vorsatz, wo ich richtig gefällt habe, ich wollte einen Nähkurs belegen, 2015 habe ich nicht gemacht, habe ich aus den Augen verloren. Ja, Fail halt, ne? Dann noch etwas, ich wollte 2015 keine neue Wolle mehr kaufen, denn wenn ihr wisst, wie es hier bei mir aussieht, ich habe so viel Wolle, sondern halt das, was ich habe, aufbrauchen. Es ist jetzt so, dass ich letztes Jahr viel weniger gestrickt habe als in den 2 Jahren davor. Das ist in Ordnung, ich habe halt stattdessen ein Buch geschrieben, sozusagen. Es ist in Ordnung, ich habe zumindest nichts Neues gekauft. Das heißt, ich habe technisch gesehen den Vorsatz erfüllt. Das war's mit dem Vorsätzen 2015. Ich würde sagen, ich bin ganz gut dabei weggekommen. Ja. Ich habe mir ja extra nichts so krass Festes vorgenommen, so ich nehme jetzt 10 Kilo ab, warum auch. Und ihr werdet jetzt sehen, dass ich mir für 2016 noch eine andere Strategie überlegt habe. Denn es ist 2015 passiert, dass ich mir einen Vorsatz gemacht hatte für mich, ohne mir da wirklich bewusst zu sein. Ich hatte mir nämlich letzten Endes vorgenommen, dass ich mehr machen will. Also kennt ihr das? Manchmal ergeben sich irgendwelche Chancen im Leben oder man könnte irgendwelche Sachen machen und denkt sich, oh, da würde ich super gerne mal hin, zum Beispiel ein Festival oder sowas. Und man macht es aber einfach nicht. Und ich habe mir 2015 gedacht, ich mache es einfach mal. Und das habe ich auch tatsächlich getan. Ich bin im Januar letzten Jahres bin ich nach Berlin gefahren auf die Future-Ausstellung zu diesem Musikvideo, was die gemacht hatten. Und ich bin einfach total froh, dass ich das gemacht habe, weil es war jetzt nicht durchweg eine positive Erfahrung, aber es hat mir irgendwie viel gegeben. Wisst ihr, was ich meine? Ich war letztes Jahr 3-mal in Berlin und habe mir halt immer so gedacht, weißt du was, mach es einfach. Zum Beispiel war die Cheerleading-Weltmeisterschaft in Berlin und als im März gefragt wurde, ja, wollt ihr da mitfahren, habe ich mir gedacht, weißt du was, wird bestimmt cool, ich mach's einfach. Und es ist auch richtig cool geworden. Und solche Vorsätze, so Mottos, finde ich irgendwie ganz cool. Und deswegen wollte ich das für 2016 auch gerne so machen. Ein bisschen mehr, nicht so konkret, nicht so, ich möchte jeden zweiten Tag Brokkoli essen, sondern eher solche Mottos. Wisst ihr, was ich meine? Mir fällt gerade kein besseres Synonym dazu ein. Ihr merkt bestimmt, was ich meine, wenn ich jetzt erstmal loslege. Das erste, was ich mir nämlich vorgenommen habe, ist, dass ich 2016 selbstständiger werden möchte. Also Selbstständigkeit. Ich habe vor, 2016 auszuziehen. Ich hoffe, dass das auch was wird. Ich bin voll in der Planung. Und ich möchte einfach selbstständiger werden. Nicht, dass ich jetzt total unselbstständig wäre, aber es gibt halt solche Sachen, die man einfach nicht angeht, wenn man nicht alleine wohnt. Ich hasse es zum Beispiel, mit fremden Leuten zu telefonieren. Ich hasse es, fremden Leuten E-Mails zu schreiben. Und ich drücke mich ganz oft davor, solche organisatorischen oder bürokratischen Sachen selbst zu erledigen und schieb das so vor mir her und am Ende mache ich es irgendwie nur halb gar. Und ich möchte einfach solche Sachen alleine erledigen, ohne die ganze Zeit darüber rumzujammern. Zum Beispiel habe ich mich eben, wollte ich halt jemanden anrufen und habe so gedacht, oh, das kann ich auch später machen. Und dann dachte ich so, nein, stopp, tu es einfach. Da habe ich mich ans Telefon geklemmt, habe diese 3, 4, 5 Telefonate gemacht und dann war auch gut. Und jetzt habe ich es einfach gemacht. Und meistens sind die Dinge überhaupt nicht so schlimm, wenn man sie macht. Das wird nur dadurch schlimm, dass man sie vor sich herschiebt. Und das möchte ich einfach tun. Also ich möchte einfach Selbstständigkeit. Dann etwas, was auch ziemlich wichtig für mich ist, was ich mir echt ein bisschen besser vornehmen könnte. Der zweite Vorsatz ist, dass ich ein bisschen mehr Gelassenheit haben möchte. Denn die Leute, die mir nahestehen, wissen das. Ich rege mich manchmal über Sachen auf, die absolut abstrus sind. Also von außen gesehen. Für mich in dem Moment ist es total wichtig. Zum Beispiel habe ich mich extrem darüber aufgeregt, dass mein Freund 3-mal hintereinander mein Shampoo benutzt hatte, obwohl seins direkt daneben stand. Und dieses Shampoo war halt eine Limited Edition. Oh, und dann habe ich mich so mega darüber aufgeregt. Und jetzt mittlerweile denke ich so, weißt du was? Zen. Wisst ihr, was ich meine? Manchmal regt man sich über Dinge auf und danach kräht eine Woche später kein Hahn mehr. Natürlich ist das irgendwie blöd, aber ich glaube, mir würde das sehr viel mehr bringen, wenn ich mich über viele Sachen einfach nicht so aufregen würde. Ich probiere das schon seit Jahren, aber wenn es um Leute geht, die mir nahestehen, und wenn die irgendwelche Sachen machen, die mich wirklich stören, dann raste ich halt manchmal so richtig aus. Und
Ich will einfach aufhören damit. Ich möchte einfach ein bisschen gelassener werden und mir ganz oft einfach nur denken, weißt du was? Ist mir egal. Denn das ist der beste Vorsatz, den man haben kann. Manche Sachen, ihr könnt nichts daran ändern und ich kann auch nichts daran ändern. Deswegen wäre es sehr gesund für mich und meine Psyche, wenn ich manchmal einfach denken würde, ist mir egal. Dann der Vorsatz für 2016, der vielleicht am wichtigsten ist, ich möchte meine Prioritäten wieder so stecken, dass die Uni ganz oben steht. Denn ich habe jetzt in der zweiten Hälfte des Jahres, seit ich auch in der Freizeit viel geschrieben habe und viel für YouTube gemacht habe, sind mir so ein bisschen meine Prioritäten abhanden gekommen. Also nicht so, dass ich mir das aktiv überlegt hätte, aber ich habe halt ganz oft gedacht, für die Uni, das kann ich später machen, das Video muss jetzt erstmal online. Wisst ihr, was ich meine? Das ist nicht gut und ich bin mit sehr vielen Referaten so ein bisschen im Verzug gewesen. Also am Ende hat alles gut geklappt, weil meistens ist es immer nicht so schlimm, wie ich denke, aber hey, egal. Ich möchte einfach meine Prioritäten wieder richtig stecken, weil die Uni einfach ganz oben stehen muss. Ganz oft ist es zum Beispiel auch so, dass ich es nicht schaffe, mich auf einen Kurs vorzubereiten, weil ich im Training bin. Und ich weiß, dass Training ein fester Termin ist, aber wenn ich wirklich was für die Uni zu tun habe, muss ich es vielleicht einfach mal ausfallen lassen. Ich muss meine Prioritäten einfach neu setzen. Das ist auf jeden Fall der dritte Punkt. Dann etwas, das ich eben schon angeschnitten habe. Ich habe ja mein Manuskript fertig geschrieben und ich möchte mich jetzt einfach darum kümmern, 2016, dass diese Kacke irgendwie veröffentlicht wird. Ich möchte es einfach tun. Entweder ich schreibe jetzt ein Exposé und wende mich da mal an ein paar Leute, versuche mich da ein bisschen reinzufriemeln. Letzten Endes wird das wahrscheinlich eh kein Verlag nehmen. Aber wenn das halt nicht funktioniert, dann versuche ich es halt selbst zu veröffentlichen. Und das ist etwas, was ich 2016 angehen will. Und was hoffentlich funktioniert. Und ihr könnt mich ja gerne ein bisschen dabei begleiten. Das mache ich auf jeden Fall. Also das ist nicht nur irgendwas, was ich mir vage vornehme. Ich habe nicht vor, diese paar 70.000 Wörter zu schreiben und sie dann liegen zu lassen. Nein, ich werde es tun. Und der letzte Vorsatz fasst alles gut zusammen. Ich möchte einfach das ganze Jahr lang meine Ziele im Auge behalten. Das geht nicht nur um die Ziele, die ich mir jetzt so ein bisschen grob stecke, sondern es geht vor allen Dingen darum, dass ich mein Langziel im Auge behalten möchte. Nämlich zum Beispiel, dass ich mein Studium abschließen möchte, also dass ich eben mein Staatsexamen, zumindest schon mal das erste, machen möchte und eben dieses Ziel vor Augen zu haben, damit man weiß, auf was man hinarbeitet und nicht immer nur so von Prüfung zu leben, sondern halt immer dieses Langzeitziel vor Augen zu haben, damit man auch motiviert ist und das möchte ich 2016 wieder mehr machen. Das sind sehr grobe Ziele und eventuell könnt ihr auch zu mir sagen, was soll das bringen, du hast dir nichts Konkretes vorgenommen, aber ich glaube, dass das für mich ganz gut funktioniert, weil es immer nur so ein Schlagwort ist, das ich mir im Gedächtnis behalten kann. Ihr könnt mir ja gerne mal sagen, was ihr davon haltet. Ich wünsche uns allen ein wunderschönes Jahr 2016. Ich glaube, 2016 wird ein richtig cooles Jahr. Ich habe das im Gefühl. Und das war ein sehr langes Video. Wenn ihr jetzt noch dran seid, freue ich mich sehr. Ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video und ja, ciao.